Technologieaktien sind weltweit gefallen, viele sogar ziemlich stark. Eine Aktie ist aber gegen diesen Trend in den letzten Monaten deutlich gestiegen und sie hat sogar ein neues 9-Jahres-Hoch erreicht. Und dabei ist sie noch nicht mal besonders teuer. Um diese Aktie geht's heute und Sie ahnen es wahrscheinlich schon, wir haben hier eine Sondersituation vor uns inklusive Übernahmefantasie. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ich mache heute endlich mal wieder ein konstruktives Video. Ich habe jetzt drei Beiträge hintereinander gemacht zum Absturz an den Börsen, zur großen Wohlstandszerstörung oder eben, naja, ganz einfach eben zur Marktsituation, die schlicht und ergreifend natürlich auch schwierig ist im Moment. Und auch in diesem Video jetzt, da habe ich es wieder geschafft, dass ich nochmal das Wort Crash unterbringe im Titel. Sie wissen ja, wie es funktioniert hier auf YouTube und die Tatsache, dass sie trotzdem hier sind jetzt, die zeigt ja auch, dass es funktioniert. Speziell über das, was ich da so gesagt habe zu Technologieaktien, darüber kann man natürlich schon streiten. Also ein Zuschauer hier hat zum Beispiel dann geschrieben, ich kaufe auch weiterhin Tech-Aktien wie Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon und Nvidia. Oder ein anderer hat geschrieben, das ist jetzt aber ein extrem prozyklischer Beitrag. Mir waren Tech-Aktien bisher zu heiß. Jetzt habe ich aber angefangen, erste Positionen aufzubauen. In beiden Fällen Respekt und Hut ab von meiner Seite. Und wie gesagt, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es schon gute Wachstumsaktien gibt, die eigentlich schon zu billig sind im Moment. Ich habe aber eben nur die Sorge, dass viele Privatanleger und gerade auch die Jüngeren einfach zu viele Wachstumsaktien haben im Depot, von denen viele dann eben auch möglicherweise nicht besonders gut sind. Und in einer Marktlage wie jetzt, da hängt eben auch viel rein vom Sentiment einfach ab. Dessen ungeachtet, für jeden Markt gibt es die richtige Strategie. Dieser Zuschauer hier sagt, ich nutze Pfand- und Bierflaschen als Inflationshedge. Buy and hold only. Definitiv der Kommentar der Woche. Und es hat ja schon vor 20 Jahren, als damals die Telekom-Aktie so eingebrochen ist, wovon sie sich ja auch nie wieder wirklich erholt hat, es hat ja damals schon den Vergleich gegeben zwischen dem, der die Aktie gekauft hat und dem, der das Geld einfach versoffen hat und dann aber mit den Pfandflaschen am Ende mehr gehabt hat als der Telekom-Aktionär. Aber ich merke schon, ich werde jetzt schon wieder zu negativ. Heute, jetzt hier geht es um eine Aktie, eine Technologieaktie, die eben ausnahmsweise nicht abgestürzt ist die letzten Monate, sondern die im Gegenteil sogar gestiegen ist, nämlich die Aktie von Toshiba. Toshiba, ein Technologiekonzern, ist schon fast 150 Jahre alt. War jahrzehntelang auch ein Vorzeigeunternehmen, eine japanische Ikone, wenn man so will, und war bei Technologie und bei Elektronik auch immer vorn mit dabei. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen, das Unternehmen mit Siemens, mit dem Unterschied, Siemens hat ja auch schon so gut wie alles gemacht, kann man sagen. Alles, was irgendwann mal hip war. Aber wenn es dann ernst geworden ist, dann haben sie es wieder hingeschmissen. Also PCs, Mobiltelefone, Solarzellen, Halbleiter, Kraftwerke, das machen die heute alles nicht mehr. Heute so, morgen so. Und trotzdem hat sich die Aktie aber relativ gut entwickelt die letzten Jahre. Auch die Aktionäre haben dieses Verhalten belohnt. Das kennt man ja auch aus dem eigenen Leben. Also die Typen, die früher schon dauernd gesagt haben, ach, ich habe keinen Bock mehr und warum soll ich mal das antun, die haben später dann plötzlich die besonders guten Jobs gehabt. Und die ehrgeizigen Streber aber, die haben irgendwann mal die großen Existenzkrisen gehabt. Die japanischen Konzerne allgemein, die ziehen Sachen schon eher durch und sie haben aber eben auch die letzten Jahrzehnte große Schwierigkeiten damit gehabt, dass sie sich von schwierigen Geschäften vielleicht auch mal trennen oder die vielleicht sogar aufgeben. Sie wollten einfach immer zeigen, wenn sie schon eine führende Position haben, dass sie die eben dann auch verteidigen. Und das hat sich erst die letzten Jahre so langsam geändert und Toshiba war da auch keine Ausnahme.
Und Toshiba hat eben vor ein paar Jahren auch eine richtig schwere Krise gehabt. Es hat dann außerdem noch einen schweren Bilanzskandal gegeben, noch dazu. Und sie sind immer auch noch in einer schweren Führungskrise. Aber trotzdem, oder vielleicht auch gerade darum, hat sich die Aktie auch sehr gut entwickelt, zumindest die letzten 5 Jahre. Das ist der Chart in Euro in Frankfurt. Sie hat sich da also ungefähr verdoppelt in der Zeit. Und wenn man jetzt mal absieht von diesem Einbruch im Corona-Schock Anfang 2020, den die meisten hatten, dann ist sie eben auch ziemlich stetig gestiegen. Aber vor allem, obwohl es ja in vielerlei Hinsicht wirklich eine Technologieaktie ist auch, also mit Halbleitern, mit Elektronik, mit Steuerungstechnik, mit Automatisierungstechnik und so weiter. Trotzdem ist die Aktie eben auch die letzten Monate nicht gefallen, sondern ist da auch gegen den Trend gestiegen und letzte Woche oder nein, diese Woche eigentlich ja sogar auf ein neues 9-Jahres-Hoch, trotz aller Probleme. Die Probleme gibt es schon länger. 2006 hat Toshiba Westinghouse übernommen, einen amerikanischen Kernkraftwerksbauer für 5,4 Milliarden Dollar. Da haben viele gesagt, das ist sehr clever, die Kernenergie hat wieder Zukunft. Aber dann war Fukushima 2011 und die Kernenergie hat erstmal überhaupt keine Zukunft mehr gehabt. Und dann hat es aber auch noch teure Verzögerungen gegeben beim Bau von ein paar Kernkraftwerken in den USA. Und 2017 ist Westinghouse dann in Gläubigerschutz gegangen und man hat vorher schon Milliardenabschreibungen darauf vornehmen müssen. Und gleichzeitig hat es dann aber auch noch einen Bilanzskandal gegeben bei Toshiba. Das war auch schon 2015. Da ist rausgekommen, dass sie den Gewinn zu hoch ausgewiesen haben. Über Jahre hinweg insgesamt über 1,3 Milliarden Dollar. Die Führung ist damals zurückgetreten und die Anleger, vor allem die japanischen Anleger selber, die waren völlig entsetzt darüber. Und beides zusammengenommen, da hat man dann eben spätestens 2017 gesagt, Toshiba ist fertig, der Laden muss saniert werden, muss zerschlagen werden und da müssen jetzt auch mal wirklich Köpfe rollen. Sonst ist Toshiba nicht mehr zu retten. Und da hat Toshiba dann eben auch sein Speicherchip-Geschäft verkauft an eine größere Gruppe unter der Führung von Bain Capital, das ist eine amerikanische Private-Equity-Gesellschaft, für 18 Milliarden Dollar damals umgerechnet. Das war mehr als das Doppelte vom Börsenwert übrigens damals von Toshiba. Und Toshiba hat dann aber wieder davon 41% zurückgekauft. Ich meine, sie haben immerhin den NAND-Flash-Speicherchip erfunden und sind da auch heute noch einer der wichtigsten Anbieter. Und es hat aber auch sonst in den letzten Jahren eigentlich schon eine große Umstrukturierung gegeben. Es ist viel abgespalten worden, weil es sich auch nicht mehr gelohnt hat und aber auch, damit man damit natürlich auch wieder Geld reinkriegt. Und das hat zur Folge gehabt, dass viel von dem, wofür man Toshiba eigentlich kennt, so als Otto-Normalverbraucher, dass das gar nicht mehr Toshiba ist. Also die Medizintechnik ist zum Beispiel verkauft worden. Die PCs und die Laptops sind zum größten Teil verkauft worden. Und die Hausgeräte sind auch zu 80% verkauft worden nach China. Gerade in dem Bereich, da haben ja die chinesischen Anbieter den Japanern dann irgendwann mal auch wirklich das Leben sehr schwer gemacht. Und in dem Zusammenhang, da gibt es nächste Woche von uns auch wieder einen Zukunftsmärkte-Report, wo wir uns die Aktien da von den chinesischen Anbietern auch mal anschauen. Also von Hausgeräten und von Unterhaltungselektronik. Haier zum Beispiel und Hisense, wo die Aktien ja auch alle unter Druck gekommen sind, die jetzt aber auch alle nicht mehr teuer sind. Und Xiaomi, die nehmen wir da auch noch mit rein, die haben ja Zahlen rausgebracht jetzt. Und die haben eben auch viele Haushaltsgeräte und verfolgen da auch eine ganz eigene spezielle Strategie. Die Reports von uns, die sind gratis und das Einzige, was Sie dafür machen müssen, wenn Sie die auch lesen wollen, Sie müssen sich einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de und der Link dafür ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. Was jetzt Toshiba betrifft, wie gesagt, sie sind nicht mehr die gleichen wie vor 10 Jahren. Sie sind aber jetzt nicht unbedingt schlechter.
Den meisten Gewinn, den bringt immer noch Elektronik und Speicherchips. Das sind ungefähr 40% vom operativen Gesamtgewinn im Moment. Sie haben aber auch noch einen sehr profitablen Infrastrukturbereich. Also da geht es um Industrieanlagen, da geht es um Eisenbahnnetze und da eben auch entsprechend Steuerungstechnik, Automatisierungstechnik. Dann haben sie die Energiesparte mit Kraftwerkstechnik, mit Generatoren, mit Stromnetzen, Stromnetzbetrieb und da auch wieder Steuerung. Und eine Bausparte auch mit Klimaanlagen, mit Haustechnik, mit Beleuchtungstechnik und mit Aufzügen zum Beispiel auch. Und nur für den Aufzugsbereich gibt es im Moment anscheinend auch Übernahmeangebote für 4 Milliarden Dollar. Und dann natürlich auch noch Drucker, Kopierer und solche Dinge. Der Börsenwert insgesamt, der ist momentan ungefähr bei 18 Milliarden Dollar, was meiner Meinung nach immer noch um einiges weniger ist als die Summe, die die Einzelbereiche wert wären. Und sehr wichtig, Toshiba ist inzwischen auch kein Sanierungsfall mehr. Das hier ist die Bilanz, links Vermögenswerte, rechts Verbindlichkeiten. Und dabei ist die erste Säule immer das so, wie es war, so wie das letzte Geschäftsjahr abgeschlossen worden ist bis Ende März und dann eben auch noch die Prognose fürs laufende Geschäftsjahr. Aber alles in allem 3,5 Billionen Yen an Assets, 2,2 Billionen an Schulden, das ist schon wieder ganz okay. Das Unternehmen ist wieder ziemlich gesund. Und der Umsatz ist letztes Jahr gestiegen um 9% und der operative Gewinn ist gestiegen um 52% auf umgerechnet 1,2 Milliarden Dollar. War natürlich durch die Erholung von der Corona-Krise, aber schon in einem Geschäftsjahr, das ja trotzdem wegen der Lieferketten und Halbleitern und Inflation und so weiter auch nicht ganz so leicht war. Und das KGV auf den geschätzten Gewinn für dieses Jahr, das liegt es ungefähr bei 13. Man muss natürlich auch sehen, wo die Aktie herkommt. Das hier ist der Chart seit 1995, auch wieder in Euro. Und dieses Niveau vom Jahr 2000, ob sie da jemals wieder hinkommen, das bezweifle ich mal. Und dann war ja auch der Crash von 2000 bis 2003. Und was ich dann eingezeichnet habe, das ist zum Beispiel der Anstieg 2006, als gemeldet worden ist, man kauft jetzt Westinghouse, dann natürlich Finanzkrise 2008. Davon haben sie sich halbwegs wieder erholt, aber dann Frühjahr 2011 Fukushima, wieder ein Einbruch. Dann der Finanzskandal 2015, ein starker Einbruch und 2017 nochmal ein starker Einbruch. Da war die Pleite von Westinghouse und eine Kapitalerhöhung um 5,4 Milliarden Dollar. Das war auch sehr schmerzhaft, aber nötig. Aber seitdem, die letzten 5 Jahre, haben wir ja schon gesehen, abgesehen vom Corona-Einbruch, ging es eigentlich wieder aufwärts. Und das Interessante ist, seit dieser Kapitalerhöhung, da wird Toshiba auch belagert von aktivistischen Fonds, von Hedgefonds. Die sind alle offensichtlich der Meinung, Toshiba an sich ist hochattraktiv, aber man muss den Konzern dafür privatisieren, man muss ihn seiner Führung entreißen, die korrumpiert ist, die nicht mal glaubwürdig ist und die letzten Endes auch verschnarcht ist. Und natürlich, wenn es eine Privatisierung gibt und eine Übernahme, dann ist natürlich auch die Rendite am höchsten von den Anlegern und von diesen Fonds. Und es stimmt schon, also die für den Skandal jetzt unmittelbar verantwortlich sind, die sind jetzt zwar weg, aber insgesamt sind da schon noch die alten Kader am Ruder, ganz klar. Und die haben sich natürlich auch gegen diese Forderungen von den Aktionären mit Händen und Füßen gewehrt. Die wollten die Kontrolle natürlich behalten. Und es sind aber natürlich immer die Aktionäre, denen so ein Unternehmen gehört. Aber verschnarcht waren die jetzt nicht unbedingt. Also die Führung hat schon auch was auf die Beine gestellt die letzten Jahre. Das Letzte, was sie dann angekündigt haben, das war ein Plan für eine Aufspaltung von Toshiba in 3 Teilen mit einem Börsengang der Halbleitersparte wieder zur Steigerung vom Unternehmenswert. Das ist dann aber auch von den Aktionären alles abgeschmettert worden, sodass es jetzt wirklich auf eine Übernahme rauslaufen dürfte. Bain Capital, die damals schon die Halbleitersparte übernommen haben, mehrheitlich, die sind angeblich stark interessiert. CVC und KKR sind angeblich auch dabei. Insgesamt soll es jetzt 10 Interessenten geben, die alle schon ein Kaufangebot eingereicht haben. Die Frist läuft jetzt noch bis zum 30. Mai.
Toshiba wird also wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit übernommen und das möglicherweise schon sehr bald. Das ist der Hintergrund von dem Ganzen. Und das ist natürlich schon interessant. Die Aktivisten, die Fonds, die haben jetzt lange auf das Ganze gewartet. Die werden sich nicht abspeisen lassen mit einem Übernahmeangebot, das schlecht ist. Und dadurch gibt es bei der Aktie jetzt eben auch einen Puffer nach unten. Was schon sein kann, das ist, dass der Aufschlag jetzt vielleicht nicht mehr so wahnsinnig hoch ist, weil die Aktie natürlich jetzt schon ganz gut gelaufen ist. Und was auch sein kann, das Ganze kann sich dann, auch wenn die Angebote da sind, schon auch noch ein bisschen hinziehen, weil es sind da natürlich auch noch nationale Interessen da, Sicherheitsinteressen auch, also zum Beispiel bei den japanischen Kernkraftwerken. Wer betreibt die dann? Wie macht man das dann? Sodass man dann vielleicht auch für das Ganze einen japanischen Co-Investor braucht, der dann vielleicht noch mit im Boot sitzt. Und abgesehen davon, eine Übernahme von so einem Konzern wie Toshiba, das ist für Japan auch wirklich ein Kulturschock. Es geht da jetzt also um viel, es geht auch um Grundsatzfragen in Japan, also Interessen von Investoren versus nationales Interessen oder auch nationales Prestige. Und darum ist es eben sehr spannend für den gesamten japanischen Aktienmarkt in den nächsten Jahren und nicht nur, wenn man jetzt Aktionär ist von Toshiba. Mir ist auch klar, Toshiba ist jetzt hier nicht die klassische Qualitätsaktie, die über jeden Zweifel erhaben ist, sondern Toshiba hat natürlich eine bewegte Geschichte gehabt, um das jetzt mal vorsichtig zu sagen. Aber die Konstellation ist schon spannend, die Übernahmefantasie, die ist sehr konkret, die Aktie steigt gegen den Trend, sie ist nicht teuer und ich glaube auch, dass Toshiba trotz dem ganzen Wahnsinn in den letzten Jahren und trotz der ganzen Aufregung da, dass es am Ende des Tages doch ein relativ gutes Unternehmen ist. Insofern, im Moment ist es eine Spekulation und wer da mitmacht, der sollte das eher machen mit kleineren Einsätzen, würde ich sagen, weil man natürlich schon auch enttäuscht werden kann, je nachdem, wie es da jetzt läuft. Aber jetzt kennen Sie mal zumindest ein paar Hintergründe. Es ist definitiv keine langweilige Aktie, würde ich sagen. Allerdings, wie schon im letzten Video gesagt, die Mehrzahl von den Aktien, die man im Depot haben sollte, zumindest wenn man das Ganze eher langfristig sieht, das sollten dann schon lieber langweilige Aktien sein. Nur mit langweiligen Aktien braucht man keine Videos machen hier. Für langweilige Aktien gibt es unsere Zukunftsmärkte-Reports. Wie gesagt, nächste Woche der chinesische Hausgerätesektor, Haier, Xiaomi und so weiter. Mir schlafen jetzt schon die Socken ein natürlich, aber da muss man manchmal durch. Außerdem, die Reports von uns sind eben gratis, woanders zahlen sie dafür viel Geld und langweilen sich trotzdem. Also einfach noch eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, herzlichen Dank fürs Zuschauen.